habe mich ein bisschen vorbereitet. So, bevor ich richtig loslege, wollte ich bloß sagen, dass ich hier nur meine eigene persönliche Meinung mitteile. Also keine Partei oder so, nur meine Meinung. Das Thema lautet ja, Russland-Sanktionen stoppen, Arbeitsplätze erhalten. Die Wirtschaftslage in Russland sei schwierig, stellen die Experten der österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung WIFO jüngst in einem Bericht fest, der dem Einfluss der Russland-Sanktionen auf die europäischen Industrieländer gewidmet war. Die EU-Länder und die Schweiz leiden darunter viel mehr, als man gedacht habe. Auf dem Spiel stehen insgesamt mehr als 2 Millionen Arbeitsplätze und etwa 100 Milliarden Euro Mehrwert. Auf Deutschland entfallen davon etwa 500.000 Arbeitsplätze und mit 27 Milliarden Euro, dass ausgerechnet die Russland-Sanktionen dafür ausschlaggebend sind, ist ein offenes Geheimnis. Nach Angaben der russisch-deutschen Außenhandelskammer ist der deutsche Export nach Russland im ersten Halbjahr 2015 um 4 Milliarden Euro, das sind 34%, geschrumpft. In erster Linie leiden Bereiche wie Maschinenbau, Landwirtschaft, Nahrungsindustrie und Automobilbau darunter. Dabei zeigen sich 75% der befragten Unternehmensvertreter überzeugt, dass die Handelsrestriktionen wirkungslos seien und das Vorgehen der russischen Behörde kaum beeinflussen. Mehr als 50% der Umfrageteilnehmer gaben an, vor allem von den Finanzbeschränkungen getroffen worden zu sein. Ist doch so. Der Anteil solcher Firmen steigt zunehmend von 14% in 2014 auf 30% im Dezember 2015. Der Bauernpräsident Joachim Ruckwitz sagte in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Focus, dass ein Ende der Handelsbeschränkungen mit Russland fällig sei. Die Landwirte dürften nicht länger mit ihrem Einkommen die Lasten dieses politisch veranlassten Embargos tragen, betonte er. Durchschnittlich hätten die deutschen Bauern deswegen über ein Drittel ihres Einkommens verloren. Richtig. Rund 1 Milliarde Euro haben unsere Landwirte allein das Russland-Embargo gekostet. Die Preise für Milch, Schweinefleisch und Obst sind für die Landwirte im vergangenen Jahr stark gesunken, richtig, sagte der Verbandspräsident. 2015 sind die Exporte aus dem Freistaat Bayern nach Russland um 33,3% eingebrochen. Das bedeutet, dass der Warenwert der Ausfuhren im letzten Jahr 1,261 Milliarden Euro geringer ausfiel. Bereits 2014 waren die Exporte gegenüber 2013 um mehr als 13% oder 582 Millionen Euro gesunken, schreibt der Verbandspräsident in einer Pressemitteilung. Dabei sei all dies größtenteils die Folge der Sanktionen. Was ist mit den Werften in Wismar und Stralsund, die die komplette russische Fischfangflotte aufgebaut haben? Die stehen. Mal ein praktisches Beispiel. Der Familienbetrieb Schröder verkauft Süßwasserfisch aus dem Göper See. Neben Zander und Hecht sind es vor allem Brassen, die in den Schleppnetzen von Fischer Wolfgang Schröder landen. Bisher hat er die Brassen hauptsächlich nach Russland exportiert, wo sie als Delikatesse gelten. In Deutschland ist der Fisch wegen seiner vielen Gräten unbeliebt und kann nur als Filet verkauft werden. Wahrscheinlich spülen die Russen mit Wodka nach. Die Umsatzeinbußen für Schröder belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Normalerweise habe ich im ersten Quartal zwischen 10 und 15 Tonnen dorthin verkauft. Es ist ungefähr ein Verlust von 7.000 bis 8.000 Euro bis jetzt, so der Fischer im Interview. Ja, Herr Schröder, da darf man jetzt nicht traurig sein. Vielleicht hätten Sie mit Kollegen mal, wie die französischen Kollegen, die begnadete Physikerin mit 15 Tonnen Fisch im Gepäck im Bundeskanzleramt besuchen sollen. Aus logistischen Gründen dann den Fisch vor dem Kanzleramt abgeladen und so der Kanzlerin für eine erfolgreiche Sanktionspolitik gedankt. Wenn diese Frau dann immer den strengen Geruch in der Nase hat, zündet sicher ein Aha-Effekt. Fisch hier, nicht in Moskau? Aha. Wenn nicht, dann sind dann noch Schweinezüchter und Hähnchenproduzenten, die auch noch ein Hühnchen zum Rupfen mitbringen können. Die französische Nationalversammlung wird am 28. April in erster Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland entscheiden. Wie das Mitglied der Auswärtigen Ausschusses der Nationalversammlung Thierry Mariani mitteilte:
Aus Sicht der Abgeordneten kann eine Mehrheit für den Entwurf stimmen, sodass die Regierung nicht in der Lage sein wird, diese Abstimmung des Parlaments zu ignorieren. Mariani zufolge haben die Sanktionen, die die EU unter dem aktiven Druck seitens der USA verhängt, den wirtschaftlichen Beziehungen, die Frankreich und Russland verbinden, großen Schaden zugefügt. So habe der Umfang der Geschäftsbeziehungen zwischen Frankreich und Russland seit Beginn des laufenden Jahres um 40% abgenommen. Unter anderem wurde der Vertrag über die Lieferung von 2 Mistral-Hubschrauberträgern aufgekündigt. Der Schaden alleine durch die Kündigung dieses Deals schätzen Experten auf 1,2 Milliarden Euro. Spanien hat sich für die Abschaffung der Einreisevisa für Bürger Russlands ausgesprochen. Dafür sprechen mehrere Gründe. Der russische Tourismus bringt Spanien großen Nutzen. Zudem sind wir der Ansicht, dass es überhaupt keine Visa geben soll, sagte Spaniens Industrie-, Energie- und Tourismusminister José Manuel Soria López am Montag. Italiener wollen über eine Aufhebung der Sanktionen abstimmen. Wir Deutschen werden wohl die letzten Nibelungen sein, die den Imperator in unendlicher Treue bis zur Selbstaufgabe dienen. Der Amerikaner Joe Biden, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist der Vorgesetzte von Obama, hat vor Studenten in den USA gesagt, wir mussten die Europäer zwingen, an den Sanktionen teilzunehmen. Mit den Europäern wird er recht gehabt haben. Aber ich denke, mit Deutschland ist das anders gelaufen. Da hat er gesagt, Merkel, antreten, Bauch rein, Brust raus, morgen früh 5 Uhr Sanktionen. Jawohl, Herr Bollen. So. Jetzt tauchen die sogenannten Panama Papers auf. 1,6 Terabyte an Daten und kein Wort von Putin. Trotzdem, seit Tagen drosch die Presse fast ausschließlich nur auf Putin und sein System ein. Wir wissen auch nicht, ob Putin einen Zusammenhang mit dem russischen Stehgeiger besteht. Was wir aber wissen ist, dass der britische Ministerpräsident Cameron seinen Vater garantiert gekannt hat. Unsere sogenannten Qualitätsjournalisten gleichen alten abgetakelten Nutten, die im Auftrag ihrer Zuhälter die Freier, welche sie bezahlen, also das sind wir, durch den Kakao ziehen und sich wundern, wenn sich diese andere Anbieter suchen. Die Grundfrage der Philosophie lautet doch, qui bono, wem nutzt das? Links kämpft gegen ein ihm bewusst fälschlich gegenübergestelltes Rechts, damit sich der lachende Dritte, das eigentlich dem links gegenüberstehende Rechts, nämlich der Staatskapitalismus, als nicht angesprochen, da nicht im Fokus stehend, die Hände reiben kann. Da der nun, weil inzwischen internationalistisch, sich mit den inzwischen internationalistischen Linken verbündet hat, sind die Fronten festgelegt. Diese Internationalisten gegen die Nationalisten. Da sich beide unlösbar, unversöhnlich gegenüberstehen, müssen sie sich bis aufs Blut bekämpfen. Eine Machtfrage, die ganz klar aufgrund der zum System gehörenden Unterstützung durch die Einheitsmedien zugunsten der Internationalisten ausgeht. Dazu müssen eben aufwiegelnd extreme Hasswörter wie Faschismus, Ausländerhasser herhalten, mit dem alles zusammengefasst wird, was nicht der antinationalen internationalistischen Gleichmacherei entspricht. Ein weites Feld mit Deutungshoheit auf Seiten dieser Linken vom Machtkapital unterstützt, mit faschistischer Unterdrückungsgewalt, in einer neuen, in feudalistischen Zügen liegenden Weltordnung münden, die keine Grenzen erkennt. Den Gegnern dieser Bewegung wird einfach das Wasser entzogen. Facebook-Einträge werden zensiert von einer Amadeo-Amando-Stiftung oder wie der Laden heißt und deren Vorsitzende eine alte Stasi-Informantin ist, welche öffentlich betont, der Osten wäre viel zu weiß. Es wird der Arbeitgeber kontaktiert und bedroht. Es erfolgen Strafanzeigen und Verurteilungen. Unser Bundesdemagoge Heiko Maas will für die Ermordung von Menschen die Haftkriterien bis auf 5 Jahre mindern, wenn der Täter zum Beispiel aus religiösen Überzeugungen gehandelt hat. Du kannst eine junge Frau vergewaltigen, wenn du dich als Migrant durch ihre Bekleidung provoziert fühlst. Es wird ja nicht viel geschehen. Bist du aber nicht gewillt, GEZ-Gebühren für Propagandasender zu entrichten, gehst du in Erzwingungshaft.
Autoventile werden bei GEZ-Sündern mit Nadelverschlüssen plombiert. Und ganz hartnäckige Querulanten droht eine psychologische Untersuchung des Geisteszustandes mit anschließendem Fahrerlaubnisentzug. Wer gegen so viel Glück im System antritt, der muss ja verrückt sein. Das System ist schon perfide in seiner krankhaften Überlebensstrategie. Daraus folgt, dass sich der Widerstand in kleinen Zellen bilden muss. Mein Haus, meine Straße, meine Stadt, mein Land. Diese Gegennotwehr ist zwangsläufig, denn es geht um Sein oder Nichtsein. Wer nachgibt, hat verloren. So klar ist die Konsequenz. Das weiß natürlich die Gegenseite und versucht, wo sich ein Widerstandskopf regt, diesen Kopf abzuschlagen. Da nach innen gerichtet ist es Faschismus pur. Und auf unserer Seite hat das nichts mit nach außen gerichteten Nationalismus zu tun, was aber als weiteres Feindbild einfach so dargestellt wird. Um internationale Unterstützung zu erhalten, als weiteres logisches Unterdrückungsbeweismittel für den produzierten Gutmenschen. Was hier bei uns regiert, ist eben nicht der Kapitalismus. Es ist eine Synthese aus Staatsbürokratie, Konzernmonopolen und Bankeneimer, die sich ergänzen in dem Bestreben, ein überlebtes System zu verteidigen. Dabei benutzen sie diese Wirkungsweisen, die einigen von uns noch aus dem DDR-Sozialismus der Planwirtschaft bekannt ist. Verbote, Planziele, Losungen. Da zwitschert unser Finanzminister gestern, dass wir noch nie so viele Steuern abgeführt haben, über 30 Milliarden. Und da freut er sich noch. Im Mittelalter, was man angeblich das Finster genannt hat, da hat der Fürstbischof den Bauern den 10. Teil abgenommen. Wir blechen 57% offiziell Steuern und dann haben wir noch Mehrwertsteuer und den ganzen Schrumpf dabei. Und da brüsten die sich noch. Der kann sich brüsten, wenn er mal die Steuern gesenkt hat. Oh yeah. Den Sozialismus haben wir ja schon versteckt im größten Umfang. Wirtschaftlich ein riesiger Schaden. Wir haben viel zu viele Sozialberufler und Beamte, die wir gar nicht benötigen und die wollen bezahlt werden. Ich habe mal so ein paar schöne Beispiele rausgesucht. Migrationsberater, die bräuchte man gar nicht, wenn man die ganzen Migranten außen vor ließe. Wolfsversteher, die Tiere lassen sie also auch nicht in Ruhe. Physiotherapeut, Arbeitspsychologe, Fachkraft für sozialtherapeutischen Wohnbereich, Neuropsychologe, also das ist ein Psychologe mit Kompetenz Sehen und Kommunikation. Ich dachte, die quatschen alle. Politikwissenschaftler, das ist ein besonders unangenehmer Zeitgenosse. Ernährungsbewusster Vertriebsprofi, Musikgeragoge, Dyskalkuliertherapeutin, das ist eine Trainerin bei Rechenschwäche. Was machen die in der Schule? Gut. Senior Manager oder Genderwissenschaftler, das ist jemand, der beim Malermeister Knospe für Farbenlehre rausfliegt und eine gesunde rechte Hand hat. Der studiert dann. So. Damit sozialistische Systeme überhaupt funktionieren, benötigen sie eine reale Vorlage, die finanziellen Mittel erwirtschaftet, welche zur Umverteilung freigegeben werden können. In unserem Fall ist es die Aufbauarbeit mehrerer Generationen einer Aufbaugesellschaft nach den zwei verlorenen Kriegen. In der Praxis sind wir ja nicht mehr so gut. Da hapert es schon mal mit den Flughäfen in Berlin, den Elbphilharmonien in Hamburg oder den Bahnhöfen in Stuttgart. Dafür sind wir aber in der Theorie einsame Spitze. Beim Kaiser schrieb man noch auf Toilettenpapier, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Heidolf Adler schickte damals schon eine Panzerarmee als Dolmetschereinheit nach Brüssel. Heute schickt die Kanzlerin eine Ein-Mann-Armee und nennt diese Kommando Martin Schulz. Das klingt dann in etwa so. In einer globalisierten Welt können wir in Europa keine Grenzen neu errichten. Ich habe es ein bisschen im Hals, ne? Also auf Deutsch übersetzt. Wenn eine große, gelbe Schwefelwolke vor deinem Haus aufzieht, dann kannst du nicht einfach die Türen verrammeln. Nein, öffne das Fenster sperrangelweit, reiß dir die Bluse runter und dann einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Irgendwann ist die Luft dann gereinigt. Leider verstehen unsere europäischen Nachbarn die glockenreinen Anweisungen unserer mit 52% nach SPD-Forsa geliebten Physikerin nicht.
Die Österreicher haben einfach trotz aller Bedenken aus Deutschland die Grenzen geschlossen und siehe da, es kam kein Migrant mehr an. Unsere Asylindustrie bekam Schnappatmung, musste zwecks Besserung des allgemeinen Zustandes schon Flüchtlinge mit der Lufthansa aus der Türkei abholen. Die Popikone der Linken, Sarah Wagenknecht, meine, das Schnuckelchen, was in die Linke passt wie ein Kasten Wernesgrüner in die Landskronbrauerei, schreibt von Reichtum ohne Gier. Bei Opa Walter Ulbricht hieß es noch, einzuholen ohne zu überholen. In vielen hat sie ja recht, nur sollte eine Sozialistin